Hallo zusammen, heute geht's um Gaskühlschränke gegenüber Kompressorkühlschränke oder Box in einem Schrebergarten oder in einer Alphütte, wo kein Strom da ist. Da gibt's ja die ganz einfache Möglichkeit, ich besorge mir so eine Gaskühlbox oder einen Gaskühlschrank mit einem Schlauch, einem Druckregler und einer Flasche und das Ding kühlt. Ich habe hier vom einem Kunden einen Katalog, der vertreibt auch Absorberkühlboxen. Die können mit Gas betrieben werden. Das ist eine Dometic und die hat einen Gasverbrauch von 9,8 Gramm pro Stunde. Das heißt, wenn man das jetzt mal 10 rechnen, also 10 Gramm pro Stunde, das ist so eine aktuelle Absorberkühlbox. Wenn ich weiter hinten gehe, wenn ich so einen Schrank nehme mit 80 Liter, wie die Größe hier, dann habe ich schnell mal einen Gasverbrauch von bis zu 20 Gramm pro Stunde. Aber wir bleiben mal bei so einer Kühlbox hier. Ihr wollt sowas im Gartenhaus oder in der Alphütte, im Rustico. Das Ding braucht 10 Gramm pro Stunde. Das sind dann 240 Gramm pro Tag und das mal 30 Tage, dann sind das 7,2 Kilo Gas. Wenn ihr das betreiben wollt, 3 Monate im Jahr, dann sind wir auf 20 Kilo Gas, 21 Kilo Gas. Und das wären dann 2 Flaschen Gas in einem Jahr, wenn ihr es nur 3 Monate betreibt. Wenn ihr die Geschichte dann natürlich 10 Jahre betreibt, braucht ihr eigentlich 20 Flaschen Gas. Ihr müsst das Gas beschaffen, zur Tankstelle fahren, auf die Alphütte tragen und so weiter. Das rechnen wir jetzt gar nicht. Sondern dieses Gas, bei uns kostet jetzt eine Flasche 45 Franken, das heißt im Jahr 90 Franken, in 10 Jahren 900 Franken. Diese Truhe hier, die kostet jetzt hier um die 400 Franken. Brauche ich noch einen Regler, dann brauche ich noch einen Schlauch. Das heißt, wir sind komplett hier bei 500 Franken plus die 900 Franken Gas, dann wird so ein Absorberkühlbox 3 Monate im Jahr betreiben, über 10 Jahre wird euch 1400 Schweizer Franken kosten. Jetzt kann man das noch sagen, ja, ich brauche es ja nur 3 Wochen und so weiter. Aber die Rechnungsbeispiele lassen wir mal stehen und die Beschaffungskosten für das Gas. Vielleicht geht der Gaspreis auch wieder hoch, das wissen wir auch nicht. Von dem her 1400 Franken müsst ihr rechnen für eine einfache Truhe, die, oder so eine Gasbox, die dann 10 Jahre läuft. Weil ich habe jetzt hier zum Beispiel einen 85 Liter Kühlschrank. Dieser Kühlschrank, da könnte ich auch das hier rausnehmen, habe ich alles Kühlschrank, aber hier habe ich noch ein kleines Eisfach und hier liegt preislich bei 811 Franken. Ihr seht, die Kühlbox kostet die Hälfte, auch eine Kompressorkühlbox, eine vernünftige, die einen vernünftigen Energieverbrauch hat, liegt bei 600-700 Franken. Von dem her bin ich jetzt hier mit 800 Franken schon wesentlich teurer als die Absorberkühlbox. Und wenn ihr so einen Schrank habt, dann ist das ja nicht gelöst. Ihr braucht ja noch die Energieversorgung dazu. Wir haben hinten bei dem Schrank aktuelles Kältemittel R600. Normalerweise ist nur so ein kurzes Kabel dabei. Das ist jetzt gerichtet für einen Kunden, der wollte 2 Meter Anschlusskabel, das ist 2,5 Quadrat. Das ist jetzt im Preis inklusive, weil ich hier das Video mache, um euch das zu zeigen. Den Kühlschrank stellen wir hier wieder hin.
Jetzt brauche ich Solarzellen. Wir sagen, mit einem solchen Panel wird es ja reichen. So ein Panel liegt bei 140 Schweizer Franken. Dann brauche ich dazu, der Kunde will zwei, da kommen wir noch später dazu. Ich brauche vom Dach ein Anschlusskabel. Das ist jetzt hier 5 Meter lang. Ich habe hier zwei MC4 Stecker, Männchen, Weibchen. Das hänge ich hier auf dieses Panel. Das rote Kabel auf das rote passt auch. Und das schwarze Kabel auf schwarze Kabel kann nur eingesteckt werden. Das sollte man auch hinkriegen. Das ist technisch nicht so anspruchsvoll. Und dann brauche ich einen Solarregler. Ich habe hier einen Solarregler, der kann nicht viel, der kann nur regeln. Der hat weder Bluetooth noch irgendwas anderes. Keine Hexerei in der Technik. Hier drauf kommen diese zwei Kabel vom Solarpanel. Das schwarze kommt auf schwarze. Hier kann ich mit den Vago-Klemmen, kennt ihr vielleicht, aufmachen. Ich kann das hier reinschieben und zumachen und dann habe ich eine Verbindung. Und beim Plus ist dasselbe. Der Kunde will zwei Panels. Diese zwei Panels werden in Serie geschaltet. Ich habe hier unseren Katalog, den verlinke ich euch unten drin, Stromversorgung. Und hier hat es auch solche Beispiele drin. Und jetzt schauen wir das hier an, der hat die zwei Panels, die werden nacheinander geschalten und dann geht es hier auf diesen Regler. Das heißt, von einem Panel geht das Kabel aufs nächste Panel und dann habe ich da übrig das. Und so kann ich das eigentlich in Serie verbinden. Es ist steckerfertig, ihr könnt eigentlich damit nichts falsch machen. Zum Betrieb dieses Schrankes empfehlen wir ca. 150 Watt Nennleistung. Jetzt wenn ihr das nur am Wochenende betreibt, dann reicht das mit einem Panel. Da sind wir bei 140 Franken. Hier im Katalog habe ich auch diesen Solarregler drin, der kostet 82 Franken. Das heißt, ich habe das Panel und den Solarregler zusammen, das Kabel gibt es gratis dazu, das ist im Panel inbegriffen, dann liegen wir hier bei 220 Schweizer Franken. Jetzt gehe ich wirklich auf das Niveau Kühlbox runter, hier statt 800 habe ich dann nur 600 plus das Panel plus den Regler, dann liege ich irgendwo bei 900 Franken Solarpanel, Regler, Kabel 5 Meter plus eine Kühlbox. Bin ich bei 900 Franken. Die Absorberkühlbox, wo ich alle 1,5 Monate noch eine Gasflasche hinschleifen müsst, liegen wir in 10 Jahren bei 1400 Franken. Aber hier mit dem Panel und der Kühlbox ist es nicht getan. Wir brauchen noch mehr. Wir brauchen eine Batterie. Ich habe hier eine Lithiumbatterie 100 Ampere. Da kann ich hier den Kühlschrank anschließen und ich kann den Solarregler hier anschließen. Diese kostet 480 Schweizer Franken. Das ist eine einfache Basic-Batterie, die hat keinen Schnickschnack, nichts. Kein Bluetooth, kein Smartphone und so weiter, kein WLAN, nichts. Einfach nur eine Batterie. Das ist eine Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie. Wir reden hier von 3.000 bis 5.000 Zyklen, je nach Belastung. Wenn wir jetzt zur Kühlbox und einem Solarpanel, Regler mit 900 Franken, noch die Batterie mit 480 Franken dazu rechnen, dann sind wir auch bei 1400 Schweizer Franken. Wir haben kein Gasschleppen mehr. Wir haben keine Teuerung mehr. Ihr habt das Ding angeschafft.
Und wir haben eigentlich für die nächsten 10 Jahre auch kein Problem, sogar länger läuft ein Kühlschrank, eine Kühlbox. Also das heißt, ein solar betriebenes Gerät ist günstiger. Nur, der Kunde, der jetzt den Kühlschrank will, der sagt, ja, ich habe dann noch mal ein Handy zum Laden, ich will mal noch Kaffeemaschine laufen lassen oder sonst irgendwas einstecken. Das kann ich bei der Basic-Batterie absolut nicht. Da brauche ich noch so ein Netzgerät für 12 Volt für die Batterie, für zum Beispiel USB-Anschluss hier drin oder einen Zigarettenanzünder, wenn ich mal irgendwas, ein Handy laden will, gibt es teilweise 12 Volt-Anschlüsse oder sonst irgendwas. Ihr habt von einer Luftpumpe geredet, die habt so einen Zigarettenanzünder aus dem Autosektor. Und wir haben hier hinten eine Schweizer Steckdose, die gibt es in Deutschland für in Deutschland oder in Deutschland mit dem Schuko-Stecker. Hier kann ich zum Beispiel eine Nespresso-Kaffeemaschine betreiben. Wenn diese Box vollgeladen ist, kann ich damit 50 Kaffees rauslassen. Selber ausprobieren. Funktioniert ohne Probleme. Hier kann ich den Wechselrichter einschalten. Hier sehe ich dann die Spannung. Es geht im Moment, bis die Spannung hochkommt. Ich habe hier so einen Föhn, ganz einfaches, altes Modell. Ausschalten. Der hat 600 Watt und 1200 Watt Leistung hier angeschrieben. Und jetzt kann ich hier umstellen. Oben drücken, dann sehe ich die Leistung. Jetzt lasse ich den Föhn laufen auf 600 Watt. Und ich sehe, was hier rausgeht. Das stimmt nicht oder das stimmt nicht. Der braucht jetzt nur 500 Watt. Es kann auch sein, dass der Ventilator hier zu wenig bringt. Und wenn ich dann hochstelle auf 1200 Watt, oh, dann stimmt die Leistung. Dann braucht er 1250 Watt. Ausmachen, weil Lärm. 1250 Watt und diese Batteriebox. Da ist diese Batterie drin. Da habe ich 1280 Wattstunden Kapazität. Also wenn ich 1200 Watt rausziehe aus der Batterie hier über den Wechselrichter, dann geht dieser Föhn auf Maximalstufe eine Stunde und dann ist die Batterie leer. Und den Kühlschrank kann ich dann nicht mehr betreiben. Aber so habe ich die Möglichkeit, hier den Wechselrichter einzuschalten und mal 220 Volt zu ziehen für irgendwelche Zwecke. Hier habe ich den USB-Anschluss, wo ich Handy laden kann oder teilweise heute ein Laptop oder sowas oder ein iPad. Hier habe ich den Hauptschalter. Wenn ich hier auf 0 gehe, ist aus. Wenn ich also nicht in den Häusern bin, mache ich am besten Hauptschalter aus. Punkt. Hier könnte ich noch über so einen Stecker oder hier ein Licht anhängen. Wenn ich das brauche, in diesen Häusern ist es meistens dunkel, kein Licht. Und das mit den Kerzen, das ist so ein anderes Thema. Da jetzt dieser Kunde natürlich nicht nur den Kühlschrank betreiben will, sondern auch die Kaffeemaschine, er wird nicht 50 Kaffees trinken, aber ich brauche dann ein bisschen mehr Solarleistung. Aus diesem Grund kriegt der Kunde zwei Panels. Also heißt, vorher waren wir bei 1400. Jetzt brauche ich ein Panel mehr. Ich brauche nur ein Panel mehr mit 140. Dann bin ich bei 1500 Schweizer Franken Anlagekosten bei einer Box. Er will aber einen Schrank. Dann sind wir hier nicht bei 1500, bei 1700. Für einen Schrank, zwei Panels, Regler und Kabel und die Batterie ist da mit drin. Aber nicht die Batteriebox, nicht der Wechselrichter. Die Batteriebox ohne die Batterie kostet 407 Franken. Also das heißt, ich bin jetzt bei 2000 Franken für einen Kühlschrank, eine Stromversorgung. Das Licht ist nicht so heftig. Diese Anlage kostet, wenn ich 10 Jahre unabhängig sein will, 2000 Franken.
Teilweise kriegt ihr im Campersektor einen Absorberkühlschrank, nicht mal für den Preis. Und hier habt ihr ein komplett unabhängiges System. Zum Anschließen, der Kunde hat gesagt, also ich elektrisch, das geht gar nicht. Aus diesem Grund kriegt er jetzt hier einen 2,5 Meter, er hat gesagt, was von 2 Meter, Frage ist Seite unten, er kriegt ein bisschen mehr. Das steckt er hier bei diesen hier über den Hauptschalter geregelten. Das heißt, ich muss hier einschalten, hier einstecken und dann hat er die Innenbeleuchtung vom Kühlschrank brennen, der Kühlschrank fängt an zu laufen. Der Ventilator läuft, ihr hört es wahrscheinlich jetzt nicht, aber hier habe ich den Kühlschrank im Betrieb. Zum Anhängen vom Solarpanel habe ich diesen Regler mit diesem Stecker. Den stecke ich hier unten ein, das ist Dauerstrom. Weil wenn ich hier ausmache, muss ich ja, jetzt geht der Kühlschrank aus, die Innenbeleuchtung geht aus, oder hier kommt, wenn ich wieder einschalte, geht ein Moment, dann kommt die Innenbeleuchtung, Kühlschrank läuft. Ich kann also hier alles ausschalten, aber den Regler hier darf ich nicht ausschalten. Den muss ich angehängt lassen und hier, wie vorher gezeigt, hänge ich die 2 Kabel an auf das Solarpanel. Schwarz auf schwarz, rot auf rot, mit dem hier aufs Dach und da die 2 Panel in Serie dazuschalten. Ich habe hier noch eine Verlängerung mit den 2 Kabeln, das kriegt der Kunde auch, weil er sagt, ja bei mir sind es vom Dach runter mit allen Ecken um die 8-9 Meter, hier ist jetzt eine Verlängerung 5 Meter, das heißt, mit diesem Kabel zusammen hat er 10 Meter vom Dach bis da, wo er die Box hat. Das Kabel könnte man auch abschneiden, kürzen und dann hier in den Regler anhängen. Der Kunde hat mir gesagt, das ist Altersvorsorge. Er investiert jetzt das Geld und dann hat er einen Kühlschrank. Er hat also keine laufenden Kosten mehr, wie zum Beispiel beim Gaskühlschrank, der halt viel günstiger ist. Keine Beschaffungskosten. Er sagt, er weiß ja nicht, ob er in 10 Jahren noch Auto fahren darf. Und so hat er das in seinem Berghäuschen komplett autonom, ohne irgendwelches Nachfolge. Im Winter reicht das Panel vielleicht. Je nach Ausrichtung, je nach Stand, je nach Schneefall. Wenn Schnee auf dem Panel liegt, ist fertig. Dann sagt er, da brauche ich auch keinen Kühlschrank. Da kann ich das Zeug raus in Schnee biken. Aber dann bin ich froh, dass ich da mal Licht habe, der er hier bei diesem Ausgang hier oder hier über den Zigarettenanzünder kann er sich ein Licht machen. Es gibt euch heute auch Lampen mit dem USB-Anschluss. Da kann ich hier über den USB-Anschluss eine Lampe laden. Ist auch kein Thema. USB-Anschluss hier 2 Stück, 5 Volt, 2,1 Ampere. Ob ihr jetzt einen Gaskühlschrank kauft oder eine einfache Anlage oder noch expandiert, dass ihr hier noch 230 Volt habt, für ausnahmsweise mal die Kaffeemaschine betreiben und so weiter, das ist eure Entscheidung. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja gut, Moment, 800 Franken für einen Kühlschrank. Das ist ja heftig. Ich gehe zum Fuß oder zum, keine Ahnung wo, zum Landi und kaufe mir für 150 Schweizer Franken einen Haushaltskühlschrank. Der kühlt auch. Ja, und ich habe ja hier 230 Volt auf der Steckdose. Ich stecke den hier ein. Und dann habe ich ja auch das Gleiche, aber ich habe hier dann, ich sag mal, 600 Franken gespart. Das ist 600 Franken günstiger und das funktioniert. Ja, das funktioniert nicht.
Weil, wenn ich den Wechselrichter immer im Betrieb habe, hat er eine Grundlast, einen Eigenstromverbrauch, der immer läuft von ca. 1 Ampere. Das heißt, ich brauche viel mehr Strom. Zweitens habe ich hier einen Haushaltskühlschrank. Der hat eine Start- und eine Laufwicklung. Und der braucht mindestens einen Wechselrichter über 1500 Watt, könnte man damit betreiben, zum Laufen lassen. Dann kommt es dazu, es gibt Leute, aber der ist keine A-zertifizierte, bla bla und so weiter. Diese Energiewerte, die aufgeschrieben sind, auf dem Haushaltskühlschrank, den kriegt ihr nicht hin. Früher gab es die sogenannten DIN-Werte, deutsche Industrienorm, 153, ohne Gewähr. Und heute haben wir eine EN-Norm. Wenn ihr den gleichen Kühlschrank nimmt, gleicher Kompressor drin, gleiches Gehäuse und ihr bewertet die nach diesen zwei unterschiedlichen Normen, dann wird die EN-Norm 30 bis sogar 40% weniger Strom brauchen, wieder nach der deutschen Industrienorm. Was die deutsche Industrie sagt, ist, weiß es nicht, ist jetzt nicht mehr aktuell nach EN, also europäische Norm. Ihr kriegt den EN-Wert nicht hin. Auch wenn ihr zu Hause einen Kühlschrank habt, steckt den mal ein an einer normalen Steckdose, so ein Messgerät dazwischen, so was wie das hier, und lasst das mal einfach ein Jahr lang laufen und dann seht ihr den Jahresverbrauch vom Kühlschrank und ihr werdet überrascht sein, wie falsch das die EN-Normen sind. Hier verlinke ich euch ein Video über diesen Kühlschrank, hier ein Video über die neue Basic-Batterie, die jetzt vom Preis her relativ günstig ist, und ich wünsche euch einen schönen Tag.